Guten Morgen, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode. Ich bin da, du bist da und wir reagieren gemeinsam auf ein extravagantes neues Video. Ich habe das Business Coaching von Theo Stratmann gekauft. Ich bin gespannt, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Theo Stratmann, E-Commerce-Boss und Selfmade-Millionär, hat irgend so ein Coaching. Ich will es mir auf jeden Fall auch kaufen, Mann. Ich habe das Business Coaching von Deutschlands größten Schnöseltini Theo Stratmann gekauft. Seid also gespannt, mit welchem Businessmodell er angeblich reich geworden ist und welche. Ich sag ehrlich, bevor ich irgendwas sag, Cap. Cap, Bruder. Mütze. Mütze auf Englisch. Ich sag ehrlich. Methoden er mir gelehrt hat. Die meisten von euch träumen doch bestimmt von finanzieller Unabhängigkeit, schöne Autos, schöne Urlaube, viel Reisen, viel Freizeit. Vielleicht kann ich meinen Espresso dann demnächst ja auch durch Champagner ersetzen oder doch eher Leitungswasser. Wake up! Sylt ist Sylt, da muss man mit Präsenz kommen. Mit diesen und anderen Sprüchen hat Theo Stratmann in der Klimadoku von Steuerung F auf Digga, dieses Ding hat auch schon 4 Millionen Aufrufe, ne? Krank. Aufmerksam gemacht und ist Kranke in wenigen Welt. Wochen Deutschlands größter Schnöseltini geworden. Porträtiert im schicken Restaurant der Hamburger Elbphilharmonie aß er einfach zwei Löffelspitzen Kaviar als Geschmacksteaser und ließ den Restaurant einfach zurück. Der Inno-Eier. Hier seine Privatjet-Tür. Entschuldigung. Ja, gar Entschuldigung. Nicht. Der Klima ist ihn einfach scheißegal. Also, scheißegal. Ich will jetzt auf jeden Fall nicht einsparen. Eigentlich ist es mir relativ scheißegal. Da können sich die Armen drum kümmern, weil die haben ja eh kein Geld für Urlaub. 4 Millionen Views in einem Monat, krank. Über 20.000 Kommentare, die sich zu Recht über diesen jungen Großkotz aufregen und ihm natürlich auch Relevanz geben, was sich wirklich auf seinen Social-Media-Kanälen, zum Beispiel Instagram, widerspiegelt. Dort jongliert er jetzt ein bisschen zwischen Benzin ins Feuer gießen bzw. Champagner auf Blumen und zurückrudern. Alles sei irgendwie überspitzt, teilweise natürlich auch Satire gewesen, weil man diesem wichtigen Thema Klima einfach noch mehr Reichweite geben wollte. Ich wollte gerade sagen, der erste Gedanke war einem 18-jährigen Protz im Ralf-Lauren-Hemd, Geld von Daddy. Doch irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass eine wohlhabende Familie den Nachnamen einfach so durch den Dreck ziehen lässt und nichts dagegen unternimmt. Weshalb ich ihm tatsächlich... Vor allem, diesen Nachnamen, den konnte man ja nirgendwo finden. Man hat ja so recherchiert und so. Aber den gab es ja nur bei Rolls-Royce-Chef, aber der hat nichts mit dem zu tun. Habe seinem Statement-Video sogar abnehmen. Ich habe beispielsweise seit 7 Jahren keinen Kontakt mehr zu meinem Vater. Ich kann ja auch für mich selbst sorgen. Vor allem, da es ja auch immer weiter befeuert. Vor der Doku hatte er 6 Beiträge auf Instagram, jetzt sind 22 und damit hat er über 20.000 Follower aufgebaut. Was wenigstens hat er einen blauen Haken. Reichweite zum Ziel seines Marketings macht und sich ja auch in seiner Bio-Vega spiegelt und den ganzen Story-Highlights, wo er damit protzt, wer alles auf ihn reagiert hat. Und dafür scheint er jetzt auch den klassischen Fake-It-Until-You-Make-It-Weg zu gehen, wie der YouTuber Just Nero in seinem Video ja auch schon aufdeckt. So hat er beispielsweise in diesem Clip behauptet, seinen Garten zu gießen. In Wirklichkeit handelte es sich dabei um den Schlossgarten in Oldenburg, was ich ziemlich genau weiß, weil ich dort studiert habe und er anscheinend dort lebt. Ja, und hier und da wurde Champagner wohl durch Wasser ersetzt. Okay, das wusste ich nicht, dass man das studieren kann. Das STRG-F-Team hingegen sagt, sie seien über Social Media auf ihn aufmerksam geworden. Was ich beachtlich finde, da er vor 2 Jahren zwar Stories gepostet hat, die auch irgendwie so ein bisschen Luxury-Lifestyle zeigen, aber er hatte halt gar keine Reichweite. Außerdem sagen sie, es Bro, gäbe Menschen... sorry, was für Luxury-Lifestyle? Bruder, er läuft einfach... Gäbe Menschen, die hier, keine Reichweite. Er läuft einfach nur durch die Stadt mit dem Balenciaga-Hoodie. Richtiger Mehrverdiener. Außerdem sagen sie, es gäbe Menschen, die bezeugen würden, dass sie aus einer wohlhabenden Familie stammen. Und die Bild-Zeitung behauptet sogar, sie haben sich zumindest mal 6-stellige Einnahmen auf einem Geschäftskonto zeigen lassen, angeblich E-Commerce-Einnahmen. Wo sich an der Stelle dann das Puzzle auch zusammensetzt. Denn wenn man einfach mal den Link in seiner Bio folgt, sieht man das hier. Hey Freunde, die meisten von euch träumen doch bestimmt von finanzieller Unabhängigkeit, schöne Autos, schöne Urlaube, viel Reisen. Weißt du, was ich mir immer denke bei diesen Leuten? Die reden immer von Unabhängigkeit, viel Geld, schöne Autos, dies und das, aber können sich nicht 200 Euro in die Hand nehmen und sich ein gescheites Mikrofon kaufen oder eine Kamera. Viel Freizeit. Unsere Reise, dein Erfolg. Ein E-Commerce-Videokurs. Reale Erfahrungen, konkrete Schritte. Kein 0815, denn wir zeigen nicht nur, wie jeder andere, wie langweiliges und nicht nachhaltiges Dropshipping betrieben wird, sondern
Was? Also ihr zeigt, wie man langweiliges und nicht nachhaltiges Dropshipping betreibt und dann auch irgendwas anderes, was da nicht steht oder eben doch nur das. Falls ja, ist das wirklich die ehrlichste Landingpage, die ich je gesehen habe. Unternehmensgründung. Aufbau eines eigenen Lagers. Ich habe diese Landingpages nie verstanden, Digga. Die waren immer viel zu viel. Text, Bruder, ich habe das nie gecheckt. Ich habe mir die Scheiße nie durchgelesen. Und Verkauf des Unternehmens. Der komplexeste und tiefgründigste Kurs. Superlative, soweit das Auge reicht. Bekannt aus Bild, NDR, Funk. Ja, okay. Theo Stratmann weiß ich jetzt nicht. Ich sag euch ehrlich, weiß ich jetzt nicht, wenn, dass ich auf meiner Seite, wenn ich irgendwas verkaufen will, Theo Stratmann bekannt aus Funk. Ja, Bruder, weil er hat nur negative Kritik bekommen. Der Berliner Zeitung, überzeugende Headlines und unter dem Impressum findet man bei der Adresse Ready Küchen? Nee, es ist ein virtuelles Büro im Business Center Hamburgs. Repräsentieren Sie Ihre ladungsfähige Geschäftsadresse in prädestinierter Lage. Oh nein, 2015. Oh nein. Okay, Leute, ich habe keine Bedenken mehr. Ich würde sagen, sell. Wir kaufen. 99 Euro. Nee, Moment. Voreingestellt ist hier die Ratenzahlung. Also einmal 99 und dann zweimal 149 alle zwei Wochen. Halt dein Maul, Bruder. Halt dein Maul. 99 Euro die Woche? Bro. Oh Mann, ich glaube, ich werde auch Coacher. Ich kann es jetzt, anstatt komplett zu bezahlen, auf insgesamt anderthalb Monate strecken. Und der Kurs kostet dann 397 anstatt 395. Ja, macht ja richtig viel Sinn, Digga. Den Deal nehme ich. Und ich frage auch nochmal das One-on-One-Mentoring. Also Leute, an der Stelle gerne mal ein Like raushauen. Das Mentoring kostet 2000 Euro? Bruder, was ist das? Wir sehr fragwürdige Dinge, unser Geld für euch investieren. Ich schaue jetzt den Kurs und melde mich dann. Okay, ich habe mir tatsächlich 60 Videos angesehen und direkt eine Sache vorweg. Theo Stratmann spricht genau 30 Sekunden des kompletten Kurses. Kein Spaß. Er sagt im Intro, dass sein Partner mindestens genauso viel Ahnung hat wie er. Und ab dann übernimmt der Hergen, der auch in der Steuerung F-Doku zu sehen war. Es gibt ja, der Typ. 10 Module und hier ist für euch mal die Zusammenfassung bzw. die Highlights. Die beiden haben mehrere Hunderttausende von Euro Profit gemacht. Es ist kein Dropshipping, wird nochmal erwähnt, sondern E-Commerce. Du musst dran glauben, lass dich nicht von TikTok und Instagram ablenken, halt dein Geld zusammen, starte als Kleinunternehmer, such bei Google nach Steuerberater plus E-Commerce, damit du einen findest, der sich mit dem Business auskennt. Digga, also wirklich, sorry, das, was er mir jetzt erzählt hat, das kann man auch einfach in 10, 20 Minuten selber im Internet herausfinden. Steuerberater plus E-Commerce. Nee, Bruder, ich nehme einen Steuerberater für Rente. Digga, weil es ist sowieso eine Katastrophe, einen gescheiten Steuerberater zu finden, der sich in diesem Gebiet auskennt, weil das so komplex ist mit diesen ganzen Rechnungsbelegen und alles. Nee, Mann, Digga, ich hole mir auf jeden Fall einen Steuerberater, der sich um... Ja, der sich einfach um Rente kümmert, Bro. Nein, ja, also kein macht Spaß. Sinn. Das ist die Einführung. Dann, nimm nicht AliExpress oder Alibaba, sondern deren Partner, nämlich MutualDropship.com. Also irgendwie jetzt doch Dropship, natürlich auch mit Affiliate-Link unter dem Video. Wichtig ist, unbedingt den Jungs auch Bescheid geben, wenn man sich angemeldet hat, weil Hergen wird dann Amat Bescheid geben, denn normalerweise nimmt Mutual Dropship nur Leute, die schon super viel Umsatz machen und die haben einen Deal mit denen, damit eben auch wir... Oder du kannst auch einfach auf Alibaba irgendwelche Leute, du brauchst einfach nur Kontakte, du könntest theoretisch auf Alibaba gehen, Leute anfragen und fragen, hey, wie sieht's aus, können wir das und das mit euch machen? Und dann wird es auch auf Alibaba Leute geben, die sagen, ja, okay, bei uns funktioniert das. Ein Unternehmer dort eine Chance haben. Dann geht es um die richtige Produktauswahl. Bei Mutual Dropship kann man einfach... Aber dass man AliExpress nicht nimmt, Bruder, das ist so klar wie Kloßbrühe. Trending Product schauen. Kloßbrühe. Alter, ich hab meinen Maul, Bruder, Kloßbrühe. In der Ad Library nach Ads suchen, die viele Likes haben. Oder fand ich den besten Tipp, bei TikTok einfach nach TikTok Made Me Buy suchen. Merke an dieser Stelle. Menschen kaufen Schmerz. Zum Beispiel bei Google Trends sieht man, dass viele nach einer Lösung für Kopfschmerzen suchen. Hergen hat dann daraufhin zur Veranschaulichung eine Sonnenbrille als Produkt ausgewählt und sagt aber auch dazu, dass das kein gutes Produkt ist und wir das auf gar keinen Fall nehmen sollen. Ansonsten nutzt der Kurs natürlich die neuesten Technologien. Ich weiß gar nicht, ob ich das kostenlos hier sagen darf, aber bei ChatGPT nutzt er folgenden Prompt, um den Namen für unseren Shop rauszufinden, nämlich nenne mir einen Namen für Sonnenbrillen. Also genau so müsst ihr das schreiben. Ja, an Equipment. Ja, okay, Bro.
brauchen wir eigentlich gar nicht viel. Wir können alles mit dem Handy fotografieren und filmen. An dieser Stelle. Aber weißt du, das ist auch wirklich, ich sag euch so, wie es ist, diese ganzen Tipps, ich habe das schon alles 50.000 Mal auf TikTok gesehen. Oder wenn du dich ein einziges Mal kostenlos bei TikTok Ads anmeldest, Digga, das ist das Erste, was kommt. Okay, nicht das Erste, ich lüge, aber das Erste kommt, hinterlegen sie Zahlungsmöglichkeiten. Aber irgendwann kommt ein Tipp, hey, guck dir doch gerne mal Inspirationsvideos an. Und dann kommst du auf TikTok-Ads, kommt extra so eine Seite und die schlagen dir, das ist das, was hier gezeigt wurde in diesem Video, dass du dafür zahlen musst, ja, dieser Tipp ist kostenlos von TikTok. Du musst dich nur bei TikTok anmelden und dann kommst du irgendwie auf so eine Seite und dann werden dir halt einfach zu diesem Thema schon ähnliche Videos vorgeschlagen. Und dann guckst du dir diese Videos an und weißt, okay, wie soll ich dieses Video machen? Welche Impulse muss ich auslösen? Bruder, und der hat... Die haben dafür Geld genommen. Hinweis von Hergen, immer die Linse vorher putzen, muss man mal ausprobieren, soll wohl einen riesen Unterschied machen. Danach erstellen wir einen Instagram-Account. Ganz wichtig hier, Leute, weil sonst sieht es komplett unseriös auf. Kauft euch bei Follower Pilot 500. Ja, guck, kauft euch bei Follower Pilot 500. Deutsche Follower. Das Produkt an sich bestellen wir jetzt aber nicht über Mutual Dropship, weil das zu lange dauert, sondern bei Amazon. Er sagt, es gibt immer jemanden, der das auch schon bei Amazon verkauft. Einfach darüber bestellen, dann die Bilder machen und Videos und wieder zurückschicken. Als Bezahlmethode nehmen wir Shopify Payments. Er merkt hier allerdings an, dass es sein kann, dass man irgendwann gesperrt wird. Hinweis von mir an dieser Stelle, das liegt tatsächlich daran, dass Dropshipping bei Shopify Payments nicht erlaubt ist. Ja, ansonsten, wenn ihr Models braucht, um diese Bilder dann auch zu machen mit diesen Produkten von Amazon, die ihr wieder zurückschickt, könnt ihr eure alten Freunde fragen, genauso wie... Alte Freunde, Bruder, da gibt es auch einfach kostenloser Tipp von meiner Seite aus. Bruder, ich mache das nicht und ich habe schon 10.000 Millionen Tipps einfach, weil die Tipps, die, wenn man richtig will, dann kriegt man die überall aus dem Internet gratis. Es gibt Webseiten, ich weiß jetzt nicht, wie die heißen, aber da kannst du das sind so... Ja, freiberuflermäßig. Auf jeden Fall, das ist so ein Marktplatz und da gibt es halt eben Unternehmen und Creator. Und du kannst dann zum Beispiel einen Creator aussuchen, der dir sympathisch scheint, kannst ihm dein Produkt zuschicken und er dreht darüber ein Video. Sagst du zum Beispiel, keine Ahnung, über diese Fernbedienung, er sagt, wow, das ist die heftigste, neueste Fernbedienung. Und dann kannst du diesen Clip, ja, benutzen, um dann, keine Ahnung, auf TikTok Werbung zu schalten. Also das heißt, du musst dein Video nicht selber aufnehmen. Das macht dann jemand für dich. So, Tipp. Empfiehlt alte Freunde im Kundensupport einzustellen. Die Testimonials ja, Mann. Natürlich von alte Freunde im Kundensupport einzustellen, auf jeden Fall. GPT, Beschreibungstexte nehmen wir ebenfalls von Amazon. Ebenfalls von Amazon, ja, klar. Und lassen die durch ChatGPT einfach umschreiben. Smart an der Stelle. Und die beste Kreditkarte ist die Amex. Da ist natürlich auch wieder ein Affiliate drunter. Ja Leute, was soll ich euch sagen? Der Rest ist Tutorial für die verschiedenen Ads, Facebook, Google und so weiter. Und vor allem folgender Satz ist mir, was diese Module anbelangt, so im Kopf geblieben. Nämlich, alles, was ihr investiert, wird zurückkommen. Ihr müsst nur ganz fest dran glauben. Okay, ich sage euch an der Stelle meine ehrlichen Gedanken. Bis zum Zeitpunkt der Aufnahme hier habe ich irgendwie gehofft, dass alles noch aufgelöst wird und Böhmermann oder Marvin dahinter stecken, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass das jemand wirklich ernst meint. Ja, safe. Das habe ich mir gerade das ganze Video daran über gedacht. Wie, guck mal, allein schon, dass er sowas macht auf Social Media, so auftreten, so negativ, so... Versteht ihr, was ich meine? Ich meine, Leute lassen sich schon leicht beeinflussen, wenn er ein bisschen so rumflext und so mit Jetski und hier mit G-Klasse und da mit dem, ja, dann kommt es so rüber, so, okay, ja, der weiß ja, was er tut. So, aber der provoziert, ja, und dann promotet er einen E-Commerce-Dinger. Es ist kein Dropshipping, es ist Dropshipping, so nach dem Motto. Und diese Tipps, also... Guckt euch kostenlose YouTube-Tutorials an, wisst ihr, was ich meine? Da muss man keine 300 Euro ausgeben. Social Media hat ja nichts... Aber das sag ich, weil ich diese ganzen Coaches nicht verstehe. ...polarisieren zu tun. Der Theo ist ja zu einem kompletten Meme geworden. Und versteht mich nicht falsch, es gibt bestimmt da draußen richtig geile Coaches, Digga, die sich mit dir zusammensetzen, deinen Online-Shop aufbauen und wirklich dieses ganze SEO, also diese Suchmaschinenoptimierung und das alles richtig mit dir durchhasseln und deine Webseite auch dynamisch aufbauen. Da braucht man
diese ganze HTML, diese ganze Codierungsskills, ja, und sich wirklich mit dir befassen und dein Shop pflegen und dich als Kunde pflegen und dich supporten und bei Fragen, sowas, weißt du, dafür habe ich auch nichts dagegen. Da zahlt man gerne mal mehrere tausend Euro, so, aber das ist Quatsch, Bruder, diese Information, die kann sich jeder einfach so aus dem Internet ziehen. Klar, kann sich auch jeder HTML beibringen und sowas, aber HTML beibringen und so sich sowas aus dem Internet ziehen, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Du musst halt auch bedenken, dass er einfach 18 Jahre alt ist. Also ich will mir gar nicht vorstellen, was der für Nachrichten kriegt. Was mir fast schon leid tut, weil ich glaube, ihm ist gar nicht bewusst, welche Auswirkungen so ein Image und solche Aussagen, die er da tätigt, auf sein ganzes Leben haben können. Und ich hoffe wirklich inständig für ihn, dass er irgendwie die Kurve kriegt. Der Kurs an sich ist, by the way, schon umfangreicher als zum Beispiel das Coaching vom Tinder-Schwindler damals. Und ich habe natürlich auch... Ja, okay, ich habe keine Ahnung, was der Tinder-Schwindler gemacht hat. ...die Fail-Passagen angesprochen. Zum Beispiel der Ad-Part an sich ist nicht kompletter Müll. Das will ich an der Stelle auch sagen. Und der Hergen macht eigentlich auch einen sympathischen Eindruck. Nur, da sind so viele Dinge in diesem Kurs, die einfach nicht klar gehen und die man vor allem nicht verkaufen kann. Trotzdem wollte ich wissen, welche Shops die Boys da jetzt wirklich betreiben. Und der Shop, den die Bild-Zeitung meinte, also wo die Umsätze gesehen haben, ist wahrscheinlich dieser hier, Mr. Bag. Und den Hergen findet man auch noch beim Impressum von Nice Slides. Beide Shops haben leider grauenvolle Bewertungen bei Trustpilot. Ware kommt nicht an, Ewigkeiten erst. Direkt aus China, kein Kundenservice. Ein Stern ist fast so viel und viele sprechen sogar von Betrug. Ich hoffe trotzdem, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal. Über 70% machen das nicht. Jeden Sonntag 18 Uhr testen wir spannende Dinge aus dem Internet. Und checkt auch gerne nochmal dieses Video hier ab. Nothing shady, nothing like that. Krass. Nee, also keine Ahnung, Nice Lights habe ich tatsächlich auch auf TikTok gesehen. Also gut, das mit dem, aber das ist meine Meinung. Ich habe diesen Kurs natürlich nicht gesehen, aber ich finde auch zum Beispiel, als ich mich da mal befasst habe mit Facebook Ads und so, diese ganze Dinge, TikTok Ads, das findest du alles so krass detailliert, auch auf YouTube. Man muss einfach nur auf YouTube eingeben, keine Ahnung, Facebook Ads 2023 Tutorial oder sowas, da gibt es Videos, die gehen eine Stunde, hier der Typ zum Beispiel, der Typ Schritt für Schritt eine Stunde 20 und das Video kannst du dir kostenlos angucken. Das Video kann, hier ist alles detailliert. Das Video habe ich mir auch angeguckt. Ich bin zwar kein Profi im Ads schalten, aber das ist genau das, was ich meine. Brauchst du keinen Kurs für 400 Euro. Klar hilft dir den nicht bei Problemen, du kannst ihn nicht persönlich schreiben, aber Bruder, ihr seid ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Nee, keine Ahnung, ich kann nichts dazu sagen. Ich persönlich finde einfach Quatsch.